Also mein Name ist Freddy Bertschi, geschrieben Alfred. Ich bin von 1948 bis 1952 in der Lehre gewesen, in der MFO. Auf der MFO bin ich auch, wenn ich vorher schon eine Prüfung gemacht habe, bei der SBB für eine Maschinenschlosserlehre. Mein Vater gefunden hat, du musst nicht in eine Firma gehen, die du reparierst, du musst in eine Firma gehen, die neue Maschinen baut. Und dann bin ich in der MFO. Ich bin im Frühling mich vorstellen für eine Lehre im Herbstbeginn 1948. Und die haben dann gefunden, das sei gut, ich soll doch gerade kommen als Handlanger und kann mich dann bis im Herbst ein bisschen einleben in die Firma. Das habe ich dann gemacht und bin im Herbst eingetreten. Die Lehre ist mir etwas komisch vorgekommen am Anfang, weil die Lehre hat bestanden aus vielen. Viele. Das war im Zeitalter von Fräsmaschinen für mich ein bisschen eigenartig. Ich war als Handlanger vorher in der Turbinenabteilung, wo man Turbinenschaufeln gefräst hat, hunderteweise, tausendeweise. Und dass wir dann müssen mit vielen tagelang, wochenlang umgehen, hat mich ganz komisch gedacht. Aber ich habe es überlebt. Ich hatte etwa eine Blatter in der Hand vom Vielen. Aber sonst habe ich es überstanden. Die Lehre habe ich als sehr frei gefunden. Man war frei, man war nicht eingeklemmt in einer kleinen Gruppe. Es war ein grosser Betrieb, man hatte gewisse Freiheiten. Man konnte die Freiheiten dann nutzen, indem man, wenn man etwas machen musste, für eine Zeichnung zu holen im Zeichnungslager, einen halben Tag aufwenden konnte. Man wurde dann schon gefragt, worden, warum das so lange gegangen sei. Man hatte immer eine Ausrede parat. Die Lehre war sehr vielseitig. Sie hat angefangen in der Lehrwerkstatt, ein Jahr. Nachher kam ich in den Betrieb raus. 2 Jahre war mir zuteil, fest. Und nachher im 1., 3. und 4. Lehrer konnten wir wünschen, die wir annehmen wollen. Ich bin das erste Mal in etwas, was für einen Maschinenschlosser vielleicht eher außergewöhnlich war, in den Kleinapparatenbau gegangen, wo man das wünschen konnte. Und mal schauen, wie man dort am Fliessband den Kleinapparat zusammensetzen muss. Das wäre aber nicht mein Fall gewesen, das habe ich dann schnell gemerkt. Ich bin dann anschliessend ins Prüffeld gegangen, ins VL2. Das war das Prüffeld für Grossmaschinen, Kraftwerkausrüstungen, also Generatoren und so weiter. Die Messtechnik dort hat mir sehr gefallen und ich profitiere heute noch von dem, was ich dort gelernt habe. Die Lehrabschlussprüfung und die Vorbereitung für die Prüfung hat sich wiederum zugespitzt auf das Lehrstück von damals, bohren, feilen, feilen und nochmal feilen. Ich bin nach der Lehre noch 1,5 Jahre in der Firma geblieben, auch im Prüffeld für Grossmaschinen, und bin dann 1954 weg. Also das war im Turbinenbau. Und dort musste ich von der Fräserei die gefrästen Schaufeln in die Poliererei bringen, die Schleifen und Poliererei, von dort wieder zurück und dort helfen, auf diesen grossen Turbinenrädern die Schaufeln einstecken und sie dann zu einem Turbinenrad zu machen. Es war natürlich sehr interessant, man ist natürlich missbraucht worden zu allem Möglichen und Unmöglichen von Arbeit, aber das hat mir eingenommen. Ist auch, das hat mich immer beeindruckt, das Arbeitsklima der MFO war gut. Man war nie unter Druck und gestresst. Es hat manchmal Arbeiten gegeben, die terminlich vorgegeben sind. Dann musste man ein bisschen zulegen. Aber sonst, also vom Arbeitsklima her, wäre ich auch später durchaus wieder in die MFO zurückgegangen. Also geprüft haben wir dort vor allem Generatoren, Erregermaschinen zu Generatoren, Elektronen, Zyklotronen haben wir dort gerade in selber Zeit auf dem Prüfstand gehabt. Das sind alles Kraftwerkausrüstungen gewesen. Zu selber Zeit war aktuell Assuan 1. Das waren riesige Generatoren gewesen, mit einem Durchmesser, ich weiß, viele Meter, weil es ganz langsam laufende Maschinen waren. Dann waren die Turbogeneratoren aktuell, damals für Frankreich.
Und bevor die Maschinen ausgeliefert worden sind sie im Prüffeld getestet worden, sind laufen gelassen worden. Generatoren natürlich immer als Motor, weil man ja kein Kraftwerk hatte, um man können antreiben, ausgemessen worden und von den Abnahmeexperten, entweder von der Firma, vom Elektrizitätswerk oder vom der schweizerischen, wie hat das geheißen, elektrotechnischen Verein, hat öfters für die Kraftwerkbetreiber Messungen vorgenommen. Interessant war, dass Kunden oder elektrotechnische Vereine ihre eigenen Messinstrumente mitgenommen haben. Man konnte ja etwas schräubeln oder mit 0,5% Leistungsverbesserung angezeigt worden wären. Darum haben die in versiegelten Kisten ihre Instrumente mitgenommen, selber angeschlossen und wieder mitgenommen nachher. Das Ganze ist dort natürlich um Zehntelprozent von Leistung haben oder nicht angegangen, wegen der garantierten Wert. In der Schleudergrube habe ich nie geschafft, weil zu selber Zeit haben wir nur, also eingerichtet schon, aber man hat immer zu Nacht geschleudert, man hat dicke Betondeckel drauf tun und während der Lehre, das war im ersten, zweiten Lehrjahr, ist mal ein Rotor auseinandergegangen in dieser Schleudergrube. Das war weiters nicht tragisch für die Firma. Tragisch war der Lieferverzug, den wir gegenüber dem Kunden. In der Schleudergrube ist nicht viel passiert. Da hat ein bisschen Zeug zusammengeschlagen. Aber. Gab es dann während der Zeit bei der MFO noch andere Produkte, an denen Sie gearbeitet haben? Eine Zeit lang Bahnmotoren. Das war Bahnmotoren, also das war auch ein Versuchslokal. Praktisch angeschlossen gsi, aber da war ich nur aushilfsweise eine kurze Zeit. Dort ist es darum gegangen, die sind glaub die ersten 50 Hertz Bahnmotoren zu proben. Das war eine grosse Revolution gsi, 50 Hertz. Und das ist glaub ich, wenn ich mich richtig erinnere, für die französische Staatsbahn gsi. Das war damals sehr sensationell gsi. Dann auch kurze Zeit mal Prüfung, also Gleichrichterbau und Prüfung, das war am gleichen Ort. Dort hatten wir vor allem mit Quecksilber zu tun. Und man durfte keinen Goldring haben, hatte ich auch nicht, war ich verheiratet. Weil Quecksilber das Gold so verstört und man musste ins Chemielabor gehen. Die haben dann da ein Gegenmittel aufgetragen, um die Korrosion zu bremsen. So ist es darum gegangen mit dem Quecksilber. Harmlos gewesen. Man wusste, was man in den Händen hat. Es war immer schwer, was man herumtragen musste. Man hatte immer fertige Flaschen da. Quecksilber waren etwa 50 Kilo. Zum Gleichrichter auffüllen. Also vorwiegend war ich im VL2 bei den Grossmaschinen. Transformatoren. Das waren ja auch riesige Dinger. So eine Grössenordnung 50 Tonnen ein oder noch mehr. Dort ging es vor allem darum, dass man Widerstandsmessungen gemacht hat. Man konnte die Transformer nicht 1:1 betreiben, weil die Leistung hat man gar nicht zur Verfügung gehabt. Man hat alles über Widerstandsmessungen, man hat mit Belastung den Transformer erwärmt, erhitzt und dann wieder Widerstandsmessungen gemacht. Und aus dem dann können die eigentlichen Daten für den Betrieb herausfinden. Wir haben einmal eine Grossmaschine auf dem Prüfstand gehabt, ich weiß nicht mehr was, für wer das war. Und da hat die Leistung, die man extern bezogen hat, vom Elektrizitätswerk, nicht gelangt. Und dann hat man die eigene Gasturbine, die man auch in einem Versuchsfeld nebenzu hat, mitbenutzt und hat die beiden dann synchronisiert und so dann die Leistung gebracht. Und bei der Synchronisierung arbeitet man ja mit Hell-Dunkel-Schaltungen von Lampen. Also man zwischen den Phasen in Lampen schalten. Und wenn die Lampe dunkel ist, dann ist es phasengleich. Das muss eine bestimmte Zeit sein und dann kann man die andere Leistung zuschalten. Das war aber ein Schaltfehler. Die Lampen waren wohl dunkel und man hat zugeschaltet. Und zugeschaltet haben wir mit einem Ölschalter, den man von Hand betrieben hat. Das hat einen riesen Klapp gegeben und eine Rauchwolke und der Ölschalter war im Eimer. Da hat's am Schalter sind so dicke Kupferkontakte gewesen, hat zärtliche Stücke abbrennt,
wie das genau in der Gegenphase war, wo wir es zugeschaltet haben. Was würden Sie sagen, war der Höhepunkt, das ist das Spannendste, an das man sich erinnert, wo man ja auch mit Stolz sagt, da habe ich dran gearbeitet? Ich war eigentlich immer stolz auf alle Arbeiten. Aber von Spannung, im Sinne des Wortes Spannung. Wir haben mal eine Erregermaschine, das ist die Maschine, die den Rotorregen am Hauptgenerator prüfen musste. Und zwar für das Assuana-Kraftwerk war das. Das sind riesige Maschinen mit einem Durchmesser von etwa knapp 3 Meter. Und die haben wir auch ausgemessen, indem wir sie warm laufen lassen als Motor. Nachher abgestoppt hat und dann haben wir am Kollektor mit Prüfspitzen messen. Und damit man keine Zeit verloren hat und sich das abgekühlt hat, ist man bei der laufenden Maschine in den Kollektor gekrochen und hat dort gewartet, bis die Maschine stillgestanden ist und dann hat man angefangen zu messen mit den Spitzen. Und der Prüffalltechniker, der die Maschine bedient hat, hat sie abbremset, indem man Gegenstrom gibt, dann bremst sie schnell ab. Dann hat er sie aber zu schnell abbremsen und dann hat sie einen Kollektor, und der ist etwa so nahe an meinem Gesicht vorbeigelaufen, da hat es ein sogenanntes Rundfeuer gegeben. Das ist dann, wenn die Maschine überlastet ist, dann feuert es rundum. Das ist also ein Feuerring um den ganzen Kollektor herum. Das war sehr nahe bei meinem Gesicht zu. Und ich bin dann blitzartig, habe ich versucht, rauszukriechen, aus dem Gehäuse raus. Ich habe mich abgestützt, aber auf den Stromleiter, wo Strom drauf war. Und am Schluss bin ich dann aus etwa 2 Meter Höhe aus dem Loch herausgefallen. Das haben wir nicht gemacht. Ein bisschen lieber ums Gesicht gehabt, aber sonst gar nichts. Das sind ja keine normalen Spannungen, die aus der Stecke. Nein, ist interessanterweise am Freitag, der 13. April. Hätten wir ja wissen, oder? Aber es ist gut gegangen, ja? Also, ja, ist gut gegangen, kein Problem. Aber es war schön, nachher hat man etwas zu erzählen. Oder seine Arbeitskollegen, ehemalige Stifte, die heim in der Familie, die tollsten Geschichten können erzählen. Ein tragischer Fall mit Todesfolge war, man hat in diesem Prüffeld, da bin ich aber noch nicht, habe ich noch nicht geschafft, einen Gleichrichterwagen geprüft für einen mobilen Kurzwellensender. Die Schweizer Armee oder ist die Regierung, ich weiß nicht mehr, hat mobile, kein Kurzwellensender, ein Mittelwellensender war es, Stationen betrieben, um in der Kriegszeit die Sender verschieben, wenn sie zerstört worden wären. Und das war noch so eine Anlage, die man weiter betrieben hat. Und das waren riesige Wege. Ein Wagen war der Gleichrichter für die Anodenspannung für den Sender. Dem anderen Wagen war der eigentliche Sender. Und bei der Prüfung von dem Gleichrichterwagen hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Da sind einige Tausend Volt Gleichstrom und der das geprüft hat, ist dort ums Leben gekommen. Das war aber meines Wissens der einzige Unfall, der passiert ist. Ich habe einmal, das war eine Regermaschine, den Regenstrom abgeschaltet und ich bin mit dem Regler nicht ganz runtergefahren. Also der Regler hat die Erzeugermaschine geregelt. Und ich bin nicht runtergefahren und habe den Schalter raus getan. Und jetzt hat sie in dieser Regenmaschine riesen Induktionen. Und der Magnetismus muss sich auch wieder abbauen zuerst. Und wenn man den Schalter aufdrückt, gibt es einfach einen Lichtbogen und der brennt, bis das abbauen ist. Und als ich den Schalter aufgerissen habe, also einen riesen Lichtbogen gegeben und mir den Arm verbrennt. Ist auch nicht dramatisch gewesen. Das Dramatischste war, ich musste nachher einen Liter was? Calcium. Irgendetwas trinken, wo im Blut eine gewisse Reinigung vorzieht. Und einen Liter so warm trinken, das war noch happy. Aber sonst, die Verbrennung war harmlos. Ich erinnere mich an eine kleine Begebenheit. Aber das ist mir erstens irgendwo ein Buch angeschaut. Und da innen hat es ein Bild vom Ölschalterbau, den riesigen Isolatoren. Dort habe ich eine Zeit lang geschafft und habe die Ölschalter geholfen zusammenschrauben. Das waren ja so hohe Porzellanisolatoren. Die sind gekommen, von der Lieferfirma ganz, glaube ich, in Embrach. Und nachher hat man die sauber reinigen, bevor sie zusammengebaut worden sind. Als erstes haben wir mit Pressluft den Staub rausblasen. Und
Ich habe mit so einem Pressluftschlauch mit dem Ventilkopf vordran so einen Isolator ausblasen und unvorsichtigerweise den Schlauch einfach so am Boden fallen lassen. Es war aber unter Druck, hat er sich gestreckt und der Kopf vom Schlauch hat einen Isolator angeschlagen und der Isolator war kaputt. Das war ein riesiges Drama für mich. Der oberste Chef kann sagen, nicht gut, besser aufpassen das nächste Mal. He? Die Sache war erledigt. Also, eben diese Grosszügigkeit, auch gegenüber den Lehrlingen, die habe ich sehr geschätzt. Wahrscheinlich musste man seine Arbeit ja recht machen, müssen, damit sie so rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob er es so empfunden hat. Sehr gute Erinnerungen mache ich mich natürlich an die Lucky RE44, die ist damals neu rausgekommen. Und wer ein ganz guter Lehrling war, der durfte in die Lokomontage gehen. Ich war aber nie in der Lokomontage. Dann der Girobus war hier aktuell. Es hat vor dem MFO zu eine Ladestation. Und gleichzeitig hatte es einen Girotraktor, wo alle Rangierarbeiten vom Areal vorgenommen hat. Die Busse sind später im Rheintal, in Yverdon und auch gefahren. Und am Schluss von meiner Zeit, mache ich mich erinnern, bei Girolocken gebaut. Südafrika vielleicht. So. Bergbau, oder? Bergbau, ja. Ja. Mhm. Die Ladestation für den Girobus auf dem MFO-Gelände, wo war das? Vis-à-vis der Firma Bürli. Also das ist jetzt alles ganz anders. Dort geht die Straße, jetzt weiß nicht mal, wie die heisst. Und wenn man dort hingeht, ist auf der rechten Seite ein Wachsteingebäude. Und links ist ein modernes Gebäude drin. Ja, also ich mag mich erinnern, man ist auch in die Reparaturabteilung und Kranenbau gekommen. Und dort hatte es einen Herr Winkler gehabt. Gott möge ihn selig haben. Das war ein ganz harter Typ gewesen. Hat man gemeint, äußerlich. Und er ist ziemlich robust auch mit einem umgegangen. Das Interessante war, man hatte dort tolle Arbeiten gehabt. Irgendwo in der Firma etwas müssen flicken mit einem Arbeiter zusammen. Man hat die Maschine instand gestellt, meistens in Rekordzeit, wie es pressiert hat. Es sind irgendwo aus der Produktion gekommen, die müssen geflickt werden. Aber wenn es um das Seelenleben des Lehrlings gegangen ist, dann hat das ganz ein feiner Mensch können sein. Der hat also innerliche Qualitäten gehabt, die man ihm nie zutraut. Darum habe ich ihn sehr gut in Erinnerung, wenn auch die Arbeit dort recht hart war. Persönliche Probleme. Ja, ja. Aber erst von einem gewissen Punkt an. Sonst müssen wir nicht an ihn ankommen. Das ist alles außen abprallt. Aber als junger Lehrling hat das einem nicht gestört. Da ist man ja relativ robust. Oder? Also die Gussputzerei. Dorthin wurde man strafversetzt als Lehrling. Ja, ich kam ganz knapp daran vorbei. In der Gussputzerei musste man die rohen Güsse, die noch mit dem Gusssand behaftet sind, putzen. Zum Teil mit Kompressor, zum Teil mit Meisel, zum Teil mit Bürsten. Mit allem Möglichen. Es war eine furchtbar stäbige und dreckige Angelegenheit. Also man gut tun, dass man nicht strafversetzt worden ist. Und darum glaube ich, jemand, der das geschafft hat, dort seinen Beruf und sein Geld müssen verdienen. Vielleicht schon ein bisschen anders redet über den MFO, wie ich jetzt das mache. Also ich glaube, das Glück gehabt, nebst allen Mühseligkeiten, und wie ich als Stift gehabt, eher die Jockey-Seite der MFO kennenzulernen. Was meinte ich? Ich war vielleicht 10 Mal dort. Und dort hat man das billigste Essen. Stock mit Soße, Kartoffelstock mit Soße.
50 Rappen. Ich habe von zu Hause immer 5 Franken bekommen fürs Mittagessen. Also ich bin eigentlich sehr grosszügig behandelt worden für damalige Zeiten. Bin dann aber mit meinen Kollegen auf der Bahn auf Oerlikon durch einen Kiosk, habe ein Bürli und ein Schokostängel gegessen. Den Rest vom Geld konnte ich auf die Seite tun, um für meine Hobby zu verwenden. Also wir haben natürlich zur BBC gar keinen Kontakt gehabt. Die BBC war weit weg und war in Baden. Was bei uns so ein saloppen Spruch war, wenn man ein Loch gebohrt hat, das nachher zusammenschrauben und das Loch nicht gepasst hat, dann hat man mit der Rundfeile das Loch ausgefeilt und dann war es leicht oval und dann hat es gepasst. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt ein sogenanntes BBC-Loch. Weil BBC, ich mag mich erinnern, hat bei ihren Kleinapparaten sind die in der Toleranz auf den Löchern grosszügiger gewesen. Das heißt, wenn irgendetwas in Presse oder Beugen nicht gestimmt hat, hat durch das Langloch gewesen, ist bewusst das Langloch gestanzt, hat die Schrauben eben gepasst. Wir haben das als abwertend angeschaut. Ich glaube, in der Produktion, der Fertigung, war es sehr positiv gewesen. Das BBC-Loch, das ist ein Langloch. Ist ein Langloch. Aber dem Semaphore-Loch ist ein ganz rundes Loch, hochpräzise. Ich würde es als eine riesige Familie anschauen, wo aber doch jeder sein eigenes Leben hat können leben in dieser Familie. Ich rede jetzt natürlich aus der Sicht des Lehrlings, wo nicht sehr produktiv haben müssen schaffen oder man hätte schon sollen, aber man hat es ein bisschen leichter gehabt im Berufsfeld, wo es nicht darum gegangen ist, dass man 100 Stück in 45 Minuten muss durchhaben. Also ich habe vielleicht ein bisschen verfälschte Optik. Ich glaube, die haben müssen Akkord schaffen, für die ist das schon etwas härter gewesen. Aber ich habe sonst die Firmenkultur als sehr angenehm gefunden. Man war immer anständig miteinander. Das hat Leute gehabt, die ausfällig geworden sind. Aber im Großen und Ganzen waren wir immer anständig. Man hat auch die Stifte geschätzt, hat sie gut eingesetzt, hat sie nicht missbraucht oder wir haben sie wenigstens nicht gemerkt für irgendwelche nebensächlichen Arbeiten. Die Ausbildung des Lehrlings ist immer im Vordergrund gestanden. Dass sie als viele ein zu grosses Stellenwerk hat, habe ich schon gesagt, weil das ist mir nicht gelegen gewesen. Meine Flächen waren nie gerade. Ich habe mit dem Haarlineal geschaut, haben wir immer nach unten durchgesehen, entweder in der Mitte oder auf der Seite. Dass man in der Lehrabschlussprüfung eine Ausbildung auf so engem Raum fokussiert und beschränkt, das habe ich echt befremdend gefunden. Aber das war, glaube ich, Schicksal von der Maschinenschlosser-Lehrling. Kleinmechaniker-Lehrlinge, die auch ausgebildet worden sind in der MFO, die haben mit Drehen, Fräsen, die ein breiteres Gebiet gehabt. Aber bei uns ist Bohren und Feilen ist angesagt. Wir haben ja da ein Bild aus der Lehrlingswerkstatt. Jawohl, ja, bekannt. Haben Sie sich da auch wieder erkannt? Ja, da habe ich mich erkannt, ja. Ganz gut beschreiben, wo Sie sind. Das ist die erste, zweite. In der dritten Reihe, das sagt aber gar nicht aus, gell, dass ich in der dritten Reihe bin, wo jemand mit einer Schublehre etwas misst. Da. Jawohl, ja. Mal nicht mit einer Feile wie die anderen Kollegen. Ja, ja, das, man hatte die Freiheit, gehabt, etwas zu machen und hat logischerweise keine Feile in die Hand genommen. Ja, es ist ein gestelltes Bild, aber der Arbeitsplatz und alles da vorne im Vordergrund sieht man, Klemmenplatten, das ist glaube ich gross für Motoren, die hat man müssen zusammensetzen. Das waren dann so Serien, wo man die Stifte dazu gebraucht hat. Da hinten sind Steckergehäuse, wo man hat, die sind als Rohguss gekommen. Und dann haben wir es logischerweise feilen, bis der Deckel schön angepasst hat. Ja, das sind, wenn es mehr als 5 Stück sind, das nachher nicht mehr so interessante Arbeit gewesen, aber man hat sich gedanklich dann ein bisschen von der Arbeit entfernen, was auch nicht so schlecht war. Ja, ja, ja. Wo
Wo war diese Werkstatt? Was war im Gebäude? Das ist nachher abgerissen worden. Was steht jetzt dort? Ich weiß es nicht einmal. Also das ist, wenn wir jetzt hierher schauen, wäre das Orlinhaus hier. Ah ja. Ja. Okay. Und blicke ich nach Norden in der Halle? Das blicke ich aber nach Norden, ja. Ja, okay. Richtig, ja. Das ist nicht Ententeich. Es ist angrenzend an Ententeich. Also der Ententeich war ja ein Freiplatz, ein Lager für Stahl und Guss und weiss ich was. Und das war angrenzend an Ententeich. Ah ja, das Gebäude, hieß das nicht auch Ententeich dann? Ich glaube, das neue Gebäude, das dann angestellt wurde, heisst möglicherweise so, ja. Also wir haben jedes Jahr ein Stiftenfest gehabt. Das hat im Volkshaus stattgefunden. Und das ist für uns Lehrlinge ein Hochklasseanlass gewesen. Hat auch die Arbeitungen gemacht dort. Und es war immer ein gutes Fest gewesen, wohl organisiert, immer tipptopp in Disziplin, nie Ausfall, nichts. Ich glaube, das wäre heute gar nicht mehr denkbar. Oder schwerlich. Aber sonst bin ich eigentlich nicht tätig in den Verein. Ich bin vom Land aus, wo ich gewohnt. Dort hatte es einen Verein, dort war ich in der Feuerwehr. Dort bin ich im Turnverein Leichtathletik machen. Dann meine Hobbybastler, ich war voll ausgebucht. Ich konnte also nicht noch etwas zusätzlich machen. Ja, die habe ich erlebt, ja. 1951. Ich durfte sogar an den Kulissen arbeiten, die man gebraucht hat. Es hat eine Szene gegeben, ich mich richtig erinnere, wo man den weltweiten Einsatz der Oerlikon-Produkte gezeigt hat, mit den Vertretungen. Und ich musste zwei Weltkugeln machen, also nicht Kugeln, sondern Scheiben, wo die Erdteile abgebildet waren. Und dann mit Lämpchen überall, wo Oerlikon-Maschinen waren und wo Oerlikon-Vertretungen waren. Das waren dann grosse Lämpchen und kleine Lämpchen. Und die mussten wir dann verkabeln an einem Schaltpult. Und die Regie hat dann etwas aufleuchten lassen. Und vorne ist eine Reihe Leute gesessen. Und dann hat da einen Telefonhörer abgenommen. Das war der Vertreter in diesem Land. Und hat Spanisch, Englisch oder was auch immer geredet. Und so hat man ein bisschen gesehen, wo eigentlich Oerlikon zu Hause ist. Das mag ich mich gut erinnern. Es war sehr ein schöner Anlass gewesen. Für uns Stifter natürlich damals enorm grosszügig mit einem ganzen feinen Nachtessen und. Ja, gab es in der Fabrik selber auch eine Feier? Nein, hat es nicht gegeben. Was es aber gegeben hat, das habe ich im Nachhinein als sensationell empfunden für damals. Jedes Jahr hat es eine Orientierung von den Mitarbeitern. Und zwar hat man sich am Arbeitsplatz orientiert. Man hat in der ganzen Firma Lautsprecher installiert. Und dort hat der Big Boss hat dann das seinen Mitarbeitern geredet. Kurz über das Geschäft geredet, hat den Mitarbeiter ins Gewissen geredet. Und das haben wir immer, auch wenn es über die Lautsprecher war, als sehr persönlich angeschaut. Und eigentlich ein gutes Ereignis gewesen. Für damalige Zeiten eher außergewöhnlich. Ich hatte in meinem Verwandtenkreis jemanden, der ist für Charmy in Genf. Das war etwa zu vergleichen mit Escherwies in Zürich. Weltweit auf Montage gsi. Und seine Frau, die will es auch mitkönnen in die Länder. Und die haben mir immer eingeschwätzt, ich soll den Weg einschlagen. Grossmaschine im Ausland montieren. Und das hat mir nicht gefallen. Das wollte ich nicht. Da sind sie eigentlich enttäuscht, dass der gute Ratschlag für einen interessanten Job, den ich im Ausland sein kann, nicht befolgt haben. Es hat ja auch die Reize für manche Leute, so in die Welt zu reisen. 15 Jahre war das ja noch nicht selbstverständlich. Und bei der MFO als Montageingenieur? Hat mich nicht gereizt. Und zwar, ich habe irgendwie das als Einbahnstraße angeschaut. Wenn man dort mal drinnen ist, ist man dort drin. Und als Monteur für Grossmaschinen hätte ich eigentlich nicht wollen, pensioniert werden. Vielleicht war es das, aber ich glaube, es ist auf eine Art eine Einbahnstrasse. Ausser man ist dann zurückgekommen, hat sich weitergebildet und ist als Montageleiter
oder im Montagebüro, wo das Ganze geplant hat, dann dort arbeiten. Aber sonst eigentlich nicht. Viele, die ja den Weg eingeschlagen haben, sind nachher in den Kraftwerken, wo sie installiert haben, geblieben. Also ich habe zwei Kollegen, die mir gestiftet haben, die nachher im Kraftwerk, wo sie mal ausgerüstet haben, geblieben sind. Aber in einem Kraftwerk. Ja. Sehr, sehr zuverlässig. Wäre vielleicht nicht mein Fall gewesen. Aber vielleicht halt doch ein bisschen einseitig. Aber dafür haben sich vielleicht andere hobbyintensiver können widmen. Es hat alles immer zwei Seiten. Die Entlöhnung ist in diesem Berufsfeld eher nicht grosszügig gewesen. Ich habe einen Franken 75 verdient in der Stunde. Und das ist in den jungen Jahren, doch, wo man immer ein bisschen Geld gebraucht hat, etwas wenig gewesen. Ich habe dann eigentlich gewechselt wegen dem, nicht etwa wegen der Arbeit und dem Betriebsklima, das war hervorragend gewesen, sondern eigentlich nur wegen dem Geld. Ich bin von dort zu der Firma Bürle gegangen, gerade über die Strasse, und habe dort geschafft, durch Schiessversuch. Man hat dort einen Franken mehr verdient, also 2,75 Franken. Das war enorm viel mehr. Die Arbeit war sehr interessant. Betriebsklima gegenüber der MFO, mir etwas fremd. Es war sehr viel anders und hat nicht mir entsprochen. Die Arbeit war sehr interessant, aber es war einfach ganz eine andere Firma. Nach diesen 5,5 Jahren im Geist natürlich noch den Kontravers gelebt. Und das ganz andere Klima hat mir nicht gefallen. Aber das war mein Problem, nicht der Firma ihres. Ich war hingezogen, immer ein bisschen zu der Elektronik und bin von der Firma Bürle zu der Firma Telefunken Zürich AG. Das war damals eine schweizerische Firma. Die hat Kurzwellensender gebaut für die Schweizer Armee. Das hat mir gefallen, das war mein Metier. Von dort ist die Firma, die dann den Auftrag erloschen war, übernommen worden. Von Siemens Albis. Und Siemens Albis hatte einen Entwicklungsauftrag für ein Mikrowellenradar für die Firma Contraves. Während dieser ganzen Entwicklungszeit durfte ich dort mitarbeiten. Und ich bin dann, als der Radar fertig entwickelt ist, eigentlich fast mit dem Radar in die Firma Contraves gegangen. Bin von 1957 bis 1993 in dieser Firma geblieben. Ich glaube, die Zeit zeigt aus, dass es sehr interessant und sehr angenehm war. Ich habe allerdings dann mit dem angestammten Beruf nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe dort 38 Jahre lang die Werbe- und PR-Arbeit gemacht. 1993 pensioniert und dauernd im Rentnerstress. Für mich ist, was gewesen ist, wie ein Roman. Ich habe den gelesen, es war interessant, spannend. So geklappt, ist gestellt, etwas Neues machen. Ich habe auch sehr wenig bis keinen Kontakt zu Leuten der MFO. Sehr wenig Kontakt zu meinem früheren Arbeitgeber. Weil das bringt mir nichts, wenn ich denen ihre Sorgen höre. Ich kann nichts verändern. Das ist ja frustrierend, wenn man muss hören und nichts verändern kann. Und darum, ja, man findet dann einen neuen Bekanntenkreis, tut sich andere Interessen zuwenden. Ich habe bezüglich Vergangenheit, bin ich sehr emotionslos.